Servus, grüßt euch, hallo und Glück auf! Da das Wetter ja aktuell total beschissen ist, aber ich euch trotzdem weiter mit Videos versorgen möchte, habe ich mir mal überlegt, mache ich doch ein Video für diejenigen, die vielleicht noch nicht wie ich das 10., 15. Motorrad kaufen, sondern vielleicht das erste, das zweite oder das dritte. Ich habe am Anfang viel übersehen und viele Fehler gemacht und genau vor denen möchte ich euch heute bewahren mit ein paar Tipps, paar Tricks, paar Dingen, die ich mir über die Zeit angeeignet habe. So ein paar kleine Dinge, wo ich halt mehr drauf achte, was man am Anfang gar nicht wissen kann, sondern erst die Erfahrung mit sich bringt. Ohne groß rumzuschnacken, ich zeige es euch heute am Beispiel von meiner Yamaha R6. Hat halt jeder so sein Favorite, was das Motorrad ist. Bei mir ist es halt eine Supersportler und zurzeit die Enduro. Supermoto kommt noch. Suche halt aktuell noch eine fertige, beziehungsweise wird es wahrscheinlich ein Umbau werden von einer SXF ohne Zulassung. Wayne juckt's. Grundlegend die erste Frage an euch: Was will ich für ein Motorrad haben? Bin ich eher so ein Naked-Bike-Typ, so Landstraßen-Cruiser, auch mal längere Touren fahren? Will ich gerne Bums haben, à la KTM Supertube 1290 oder sowas oder Yamaha M10? Will ich mir eine Supermoto holen und rumplatzen, Landstraßen, Kurvenräubern, immer mal ein bisschen wheelen, ein bisschen Stoppies machen? Bisschen stunten oder einfach, weil mir Supermoto an sich fetzt. Ihr solltet für euch selber entscheiden, was will ich mir vom Motorrad holen. Fahrt gerne welche Probe, wenn im Freundeskreis oder bei Händlern. Ich denke, da gibt es genug Möglichkeiten. Auf jeden Fall nicht einfach aus dem Bauch raus kaufen und dann am Ende bereuen. Das ist schlecht. Ja, ich bin halt also wie gesagt, entscheidet euch, was für ein Typ Motorradfahrer seid ihr. Ja, das zweite ist Budget. Legt euch ein Budget fest. Manchmal wird es überschritten, also bei mir war es meistens so. Wenn ich jetzt ein Motorrad für 6.000 Euro kaufen will, gehe ich so meistens, gucke ich bis 7.000 Euro, weil man kann ja auch noch ein bisschen verhandeln und ein paar Euro draufpacken kann man auch. Also aber versucht nicht, wenn ihr jetzt ein Motorrad für 6 wollt, euer Budget auf dann, ach Gott, dort 10.000 Euro, das geht noch. Es kommen noch Folgekosten dazu. Motorradkauf ist bei weitem nicht alles. Also versucht euch zumindest ein Budget zu setzen und euch dran zu halten. Was ich gerade angesprochen habe, das ist halt nicht alles, der Motorradkauf, es kommt dazu Benzin, je nachdem wie viel er fährt, es kommen Steuern dazu, je nachdem was es für ein Motorrad ist und was es für eine Euronummer hat, es kommt eine Versicherung dazu, je nachdem ob ihr Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko nehmt, was ihr für eine SF-Klasse habt, was es für ein Motorrad ist, zum Beispiel Supersportler sind sehr, sehr teuer aufgrund der Gefahrenquellen, die sie halt mit sich bringen. Das sind halt alles so Dinge, dann zwei Satz Reifen im Jahr, manche brauchen drei, manche brauchen einen in fünf Jahren, das sind halt solche Dinge wie ihr fährt. Es gehört so viel mehr dazu, seien es nicht die Klamotten, wenn ihr das erste Motorrad kauft, Zubehör, Pflegeartikel, Kettenöle und so weiter und so fort, die Ständer, die Aufbockständer. Es gehört halt viel, viel mehr dazu, zu so einem Motorrad, als einfach nur das Kaufen. Wenn euch übrigens da schon ein Verkäufer pissig vorkommt, so wie, oh Gott, was will der hier? Eine halbe Stunde angucken oder was und dann lasst es gleich sein. Das kommt sehr unseriös, das kommt sehr schlecht rüber. Wenn jemand was verkaufen will, dann soll er sich auch die Zeit dafür nehmen, weil ihr bezahlt da dafür auch genug Geld. Ne? Also wenn ein Verkäufer bei mir schon Unsympathie ausstrahlt und ich finde den nicht cool, will ich auch das Motorrad nicht, weil wenn es ein Spaß ist, will ich die Karre nicht. Fertig aus, so einfach ist es. Also ich bin da auch schon oft gefahren, wo das Motorrad gut war und ich gesagt habe, ey, du bist einfach nur ein Depp. Viel Spaß. Also ist wirklich scheiße teilweise, aber ich kaufe kein Motorrad, wo ich kein gutes Gefühl habe. Das sollte man sich wirklich als Messwert setzen. Gut, wir haben uns jetzt entschieden, ihr habt euch ein Motorrad rausgesucht, bei Kleinanzeigen, bei Mobile, im Freundesbekanntenkreis, in der Zeitung, was weiß ich wo, beim Händler vielleicht ein gebrauchtes gesehen. Als allererstes guckt euch den allgemeinen Zustand an. Ich zeige es jetzt mal an meiner R6, so an ein paar kleinen Dingen. So, jetzt sieht es einfach aus. Stellt euch einfach mal das Motorrad grob vor euch. Ihr lauft einfach mal drum rum. Schaut, ob ihr schon große Mangel findet, irgendwas, wo ihr sagt, ah, das ist scheiße, das ist gebumst. Einfach so der allererste Eindruck, der auf euch wirkt. Sieht das Motorrad gepflegt aus oder nicht? Einfach so ganz grob der allererste Eindruck. So, genauso der Zustand wie vom Motorrad ist für mich der erste Eindruck vom Verkäufer wichtig. Macht einen seriösen Eindruck, kommt er cool rüber, kommt er normal rüber, das ist ein Depp, so eine richtige Brandsbirne, wo du weißt, okay, der wird genauso sein Motorrad nicht gut behandelt, wie er gerade rüberkommt. Das ist halt so, für mich der erste Eindruck zählt halt. Das Bauchgefühl hat mir schon immer sehr, sehr viel geholfen und hat auch schon viele Fehler nicht gemacht, aufgrund vom Bauchgefühl, wo ich gesagt habe, nee, der Verkäufer, das passt einfach nicht. Ne? Also checkt Motorrad und Verkäufer ab. Passt das, wenn nicht, lasst den Rest sein. Sucht euch was Neues. Sucht euch ein anderes Motorrad, einen anderen Verkäufer raus.
Was auch für mich immer sehr ausschlaggebend war, ist, wo steht sie? Steht sie wie bei mir jetzt? Also es ist natürlich nicht die perfekte Werkstatt, aber es ist sehr strukturiert, sehr aufgeräumt. Steht sie auf so einem Ständer oder auf der Seite, auf einem Seitenständer in einem alten Klinkerschuppen, wo im Winter minus 10 Grad drin sind, wo es feucht drin ist? Wird sie abgedeckt? Wie wird das Motorrad gelagert? Das ist für mich so ein Indiz, was hat der Vorbesitzer bzw. noch der aktuelle Besitzer für einen Wertempfinden gegenüber dem Motorrad? Ist es ihm was wert? Ist es für ihn schon sein Baby, wo sagt, mein Bike, oder kann an der Ecke stehen, ich nehme es mal, wenn ich es brauche. Das ist halt so Wertschätzung gegenüber dem Motorrad, das sagt auch dann sehr viel über den Pflegezustand aus, beziehungsweise wie er das Teil behandelt hat. Wenn ihr das Motorrad angeguckt habt, euch der Verkäufer genauso wie das Motorrad vom ersten Eindruck her gefällt, gehen wir halt mal näher ins Detail. Zum Beispiel ist es da wichtig, so die ganzen Gummiteile, die Schläuche anzugucken, so dass das Ganze, was porös werden kann, dort einfach mal näher ins Detail zu gehen. Und ich zeige euch das jetzt am Beispiel, wie gesagt, von meiner Yamsa. Aber es ist bei jedem Motorrad anders, aber Bremsschläuche sind vorne und hinten und Kühlerschläuche sind auch meistens vorne vor dem Motor. Ich zeige euch das jetzt an Beispielen, bloß mal so ganz grob. So. Zum Beispiel hier hat man solche Kühlerschläuche, solche Verbinder. Dann hier die Teile, die Bremsschläuche. Sind sie verrostet? Sind sie gebrochen? Sind sie porös? Oder mir fällt gerade auf, ich muss noch auf Stahlflex umrüsten. So, dann andere Seite. Hier haben wir noch die Kühlerschläuche. Dann haben wir hier noch die Schläuche. Hier hat man die ganzen Entlüftungsschläuche, die von oben kommen. So einfach mal diese ganzen Bremsschlauch hinten. Ist da irgendwas undicht? Ist da irgendwas porös? Ist er abgeknickt? So, dieses ganz grobe, wie der Zustand der Schläuche und Gummiteile ist, was ihr von außen beäugen könnt, ist. So, dann nehmt euch mehr Zeit. Jetzt geht es um die Kratzer bzw. Schlagstellen anhand von Supersportlern. Checkt zuerst die Teile ab, die zuerst den Boden berühren können. Zum Beispiel weiß ich, er ist mal an der Hauswand hängen geblieben. Das sieht man hier am Spiegel. Und da ist die Kante gerissen, was mich jetzt nicht super stört. Ich habe das Motorrad halt trotzdem genommen. Hier, da sieht man es auch noch am Lenkerende. Da ist er mal hängen geblieben. Das stört mich eigentlich gar nicht. Es ist aber eine super Basis für eine Verhandlung. Man kann damit schön den Preis drücken. Auspuff hat er damals noch nicht dran gehabt. Das sieht alles Taco aus. Ganz wichtig, Motor, haben die Motordeckel oder der Motor an sich, hat sie irgendwelche Kratzsporen und so weiter und so fort. Andere Seite das gleiche. Hier hat sie halt gar nichts. Gerade so der Motordeckel da und die Lenkerenden und die Fußrasten, sind die abgeschliffen, hat er da mal gelegen. Das sind so die ersten Indizien für Rutscher bzw. Umfaller. Die Teile, die zuerst den Boden berühren können, checkt die zuerst ab. Dann seht ihr, ob sie mal umgefallen ist oder gestürzt ist. Das nächste ist zum Beispiel die ganzen Lager abzuchecken. Ist der Lenker, ist es jetzt bei mir so ein Bike Tower Lift, da ist das Motorrad halt komplett leicht und es rumrollen kann. Ich boxe sie einfach mal für euch ab, weil die meisten werden so einen Bike Standard nicht haben. Und dann zeige ich euch, was ihr achten müsst. Auf jeden Fall die Lager ab. Zieht die Vorderradbremse, bewegt das hin und her, knarzt am Lenkkopf irgendwas. Dann federt das auf jeden Fall mal ein, rollt das Motorrad mal so ohne Geräusche groß hin und her, hört, ob irgendwelche beweglichen Teile Geräusche machen, das Hinterrad mal bewegen. Vor allen Dingen ganz wichtig ist, Bremse ziehen und hin und her wippen, um zu merken, ob das Lenkkopflager Spiel hat. Das sollte man auf jeden Fall auch prüfen. Was auch sehr wichtig ist, ist das Federbein auf Dichtigkeit zu prüfen, denn man hat hier Staubkappen, darunter sitzen die Wellenstringe und die sorgen für die Dichtigkeit der Telegabel. Beim Federbein ist das Ganze ähnlich, man sieht es jetzt hier schlecht, weil es in der Schwinge mit versteckt ist. Man kann aber von oben gucken, auf jeden Fall checken die Gabelholme, ob beide Seiten dicht sind, ob kein Öl ausläuft und wann der letzte Service gemacht wurde. Also ein Federbein und eine Gabel, die brauchen alle Betriebsstunden oder Kilometer, je nach Herstellerangaben, brauchen die einen Service, denn auch das Öl da drin verschleißt, das tut den Teilen nicht gut, es arbeitet nicht mehr sauber. Viele machen es erst, wenn es undicht wird. Fragt da gerne nach, habt ihr schon mal was am Fahrwerk gemacht, wurde das Federbein, wurde die Telegabel schon mal überholt, weil eine Telegabel so bei meiner R6 oder so um die 300 Euro kosten, Federbein das gleiche. Geht halt alles ein bisschen ins Geld, was man mit beim Kauf berücksichtigen sollte. Könnte das demnächst anstehen oder wurde das schon gemacht? Das nächste, was eigentlich mit eins der wichtigsten Themen ist, ist der Zustand der Bremsen. Wie sehen die Scheiben aus? Haben die schon Phasen? Sind die Bremsscheiben verschlissen? Sind sie eventuell angelaufen, weil zu heiß geworden? Lässt sich das Motorrad super rollen? Sind irgendwelche Schleifgeräusche vorhanden?
wie ist der Bremsdruck? Also bei mir ist er wirklich tadellos, trotz noch keine Stahlflexleitung. Hinten genau dasselbe. Check die Scheibe ab, ob hier irgendeine Phase ist, ob die Scheibe eventuell schon verschlissen ist. Die Beläge, das sieht man jetzt auf Kamera schlecht, da ist das Licht ein bisschen zu dunkel gerade. Checkt auf jeden Fall den Zustand der Beläge, vorne wie hinten. Denn auch eine Bremse kann richtig ins Geld gehen, wenn man vorne und hinten die Scheiben plus Beläge erneuern muss. Ja, Motorradfahren ist wie es Ficken, ne? Man muss dem Gummi vertrauen. Dementsprechend ganz, ganz wichtig, Reifen. Ist er alt? Ist er runtergefahren? Meine sind jetzt zum Beispiel ganz neu. Ich habe die vorige Saison gerade mal so 20, 30 Kilometer gefahren. Kam jetzt gar nicht wirklich zum Einfahren. Dementsprechend noch schön schicken Clips vorhanden. Wen juckt's? Hab sie gekauft, das ist eine 2007er R6 gewesen und es waren noch die Reifen von der Auslieferung drauf, also wirklich Reifen Dot irgendwas 07. Die sind sofort runtergeflogen, 13 Jahre alt Reifen, das geht echt gar nicht. Also checkt das Alter und den Zustand der Reifen, weil auch da kann ein Satz 200 bis 300 Euro kosten, ohne Probleme. So, das nächste, was auf der To-Do-Liste steht, checkt die Bremsflüssigkeiten ab, schraubt da mal zur Not den Deckel auf, schaut oben rein. Wie gesagt, der Verkäufer, sollte er ungeduldig werden, hat er was zu verstecken, geht einfach weg. Also eine halbe Stunde checken, ob ein Motorrad das wert ist zu kaufen oder nicht, sollte auf jeden Fall drin sein. Hinten wie vorn die Bremsflüssigkeit anschauen, ist sie milchig, ist sie schon verschlissen oder ist sie noch schön klar. Wann wurde es das letzte Mal gewechselt? Macht derjenige, geht das jährlich? Oder schäft das Motorrad rein, weg? Vielleicht gibt es ein Serviceheft zu dem Motorrad. Wann wurde der letzte Ölwechsel gemacht und so weiter und so fort. Das gehört halt auch mit dazu. Ich zum Beispiel mache jedes Jahr Bremsflüssigkeit und jedes Jahr einen Ölwechsel, weil A, mache ich alles selber und ich bin da eh sehr penibel. Und genau das meinte ich mit, achtet auf den Verkäufer. Ist es wirklich ein Schrauber, wie es ich bin, der da sehr viel selber macht, der Spaß am Schrauben hat, da wisst ihr ganz genau, okay, der ist bei seinem Bike hinterher, das funktioniert alles. Oder ist es eher so eine faule Socke, der so das Ding nur zum Fahren nimmt und dann einfach wieder in die Ecke stellt bis zum nächsten Mal. Deswegen sagte ich, der Eindruck des Verkäufers zählt genauso mit und sagt viel über den Zustand des Bikes aus. Für mich genauso ein wichtiger Punkt ist der Zustand der Kette. Schau die Kette an, ist sie komplett verölt, versifft und ungepflegt oder ist sie, wie mein in dem Fall natürlich, super gepflegt? Wie sehen die Zähne aus vom vorderen und vom hinteren Ritzel? Sehen die schon arg verzogen aus? Sind die verschlissen? Sind sie schon sehr krumm? Ist das Kettenkit genauso wie die Kette mit zu wechseln? Auch das kostet meistens so um die 200 Euro. Also checkt auch das Kettenkit und den Zustand der Zähne am vorderen und hinteren Ritzel ab. Was für mich auch mit das Wichtigste ist, ist ein Kaltstart. Wirklich ein Kaltstart. Das Motorrad soll nicht eine halbe Stunde bevor ihr da gewesen seid, schön warm gelaufen sein. Fasst die Kühlerschläuche an, fasst den Krümmer an, fasst den Rumpf vom Motor an, dass wirklich alles kalt ist und nicht irgendwie mal heimlich bevor ihr da seid warm laufen lassen. Bei Motorrädern, die mit dem Motor nicht mehr so ganz im tadellosen Zustand sind, die haben meistens Kaltstartprobleme, tun sich ein bisschen schwer. Also meine ist jetzt wirklich komplett kalt. Das ist eine Yamaha RJ11, hat jetzt 38.000 Kilometer weg. Ist 14 Jahre mittlerweile alt und ich finde, sie springt immer noch super an. Kaltstart vom Motorrad, lasst sie laufen, achtet auf Nebengeräusche, zieht mal die Kupplung und hört einfach, ob der Motor sauber läuft. Sie dreht halt am Anfang jetzt höher und fängt sich dann, sobald die Kaltstartregelung eingetroffen ist. Ist bei jedem Modell ein bisschen anders. Ihr wisst genau, was ich meine, oder? Ich mache sie jetzt trotzdem mal an. Jetzt ungefähr 3 Wochen, ein bisschen hat sie gehobelt, aber sie ist halt sofort da. Wenn sie einmal warm ist und sie macht sie wieder aus, sie springt sofort seitweich an. Man hört auch kein Rasseln, kein Tickern von den Ventilen, das haut alles hin. Wenn der Motor sehr hart klingt, sehr rasselt oder so, das soll nicht sein. Es sei denn, man hat eine Ducati mit Bordkupplung, dann ist okay. So, Motorrad habt ihr Kaltstart gemacht, ihr lasst im Hintergrund schön warm laufen, zieht euren Helm an, die Handschuhe auf, weil, also ich gehe einfach mal davon aus, man kauft kein Motorrad ohne Probefahrt. Macht man einfach nicht. Motorrad muss Probe gefahren werden, fertig, aus. Ne? Checkt auf jeden Fall die Kupplung, kommt sie zu früh, kommt sie zu spät. Wenn ihr mal voll ans Gas geht, rutscht die Kupplung, rutscht sie durch. Ist die Kupplung verschlissen, sollte mal ein Ölwechsel gemacht werden, ist die Kupplung verklebt, wirklich, wenn der Motor da warm ist, mal einfach aus dem Drehzahlkeller, 4. Gang, 3. Gang, einfach mal voll auf und sehen, kommt die Kupplung noch mit oder tut sie sich da schon schwer, rasselt irgendwas, tickert irgendwas, klackert irgendwas. Auf sowas achten. Wie ist der allgemeine Durchzug? Ist es wirklich ein schöner, geradliniger Leistungsverlauf, wo man sagt, okay, der Motor, der hat noch ordentlich Qualm oder
wird sie oben raus ein bisschen träger, wo man sagt, na du, da ist ja irgendwas nicht mehr so cool. Auf sowas halt. Nehmt, wenn ihr wirklich gar keinen Plan habt und das Video euch immer noch nicht genug sagt, ja, nee, also jetzt, ich bin da konform. Jeder kennt jemanden, der sich mit Motorrädern auskennt. Nehmt jemanden mit, der sich mit Motorrädern auskennt. Schmeißt das Geld nicht zum Fenster raus. Macht nicht Fehler, die ich am Anfang vielleicht gemacht habe. Dafür ist das Video da. Ich möchte euch da unterstützen. Jo. Macht die Probefahrt und dann geht's an die Verhandlung. So, ihr habt die Probefahrt gemacht. Natürlich müsst ihr noch alles testen, wie jetzt zum Beispiel bei mir die Blinker. Geht die Warnblinker. Geht die Hupe. Geht das Bremslicht. Bremslicht vorne und hinten kontrollieren. Das ganze Licht. Kontrolliert die ganzen elektrischen Einrichtungen, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Mit Licht, Hupe, Bremslicht vorne hin muss funktionieren. Sind andere Blinker dran, wie bei mir, ist ein anderes Rücklicht drin. Checkt auf die E-Prüfnummern, was ja nicht immer auch ein Indiz dafür ist, dass es super legal ist. Wenn was zu bei Auspuff eingetragen ist, wie bei mir der SC Project, der 100% illegal ist, mir ist aber komplett scheißegal ist. Achtet drauf, ob irgendwas dran ist, was eintragungspflichtig ist, wenn es eingetragen ist, ob es alles passt, beziehungsweise wenn nicht. Das sind alles so Verhandlungsindizien, was gibt es an Zubehör dazu. Und ja, das war's eigentlich schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen, habe euch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, bei was ihr darauf achten müsst. Ihr könnt das natürlich auf ein anderes Motorrad adaptieren, ob das jetzt ein Naked Bike ist, ob es eine Tourer ist, ob es eine Reise-Enduro ist. Vieles ähnelt sich bei den Motorrädern sowieso. Ich wollte euch einfach mal vermitteln, auf was man da bei einem Kauf achten muss. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, damit es im Algorithmus steigt und ich euch weiterhin schön mit Content versorgen kann. Bis dahin, ich bedanke mich fürs Einschalten, euer Pixel Enduro, haut rein!